fand das schon ziemlich heftig. Also da liegen ja jetzt 1000 Tote und jetzt hier sind wahrscheinlich noch ein paar mehr von diesen Gräbern. Also ziemlich viele Tote, das ist schon nicht so ein schönes Gefühl. Ein bedeutender Ort ist und man sollte es nicht vergessen, was hier war, und man sieht auch noch einige Sachen, wo man sich dann auch vorstellen kann, wie schlimm das wirklich war. Und ja. Und zwar ist hier die Lagerstraße entlang. Was mich ziemlich beeindruckt hat, so dass auch vieles noch, dass vieles erklärt wurde und dass man auch einiges gesehen hat. Noch. Ja, mich hat der Film beeindruckt mit den Bildern von den Leuten damals. Mich hat das, was uns erzählt wurde, ziemlich beeindruckt vom Leben. Entschuldigung, was machen die Aufsteller hier? Das frage ich mich auch. Sag mal, was macht ihr hier drin? Habt ihr das Schild nicht gelesen? Ausländer sind hier drin verboten ohne Begleitung. Aber wir wollten nur ja, das ist mir egal, was ihr wollt. Legt die Wirtschaft wieder dahin. Esther Härte hat darüber lange nachgedacht und sich selbst gefragt, wie sie wohl reagieren würde, wenn es im Falle eines Übergriffs darauf ankommt. Ich gehe zu den Personen hin, die diskriminiert werden, und helfe denen vielleicht. Also, ich weiß nicht ganz genau. Oder ich gehe zu den anderen Leuten hin, die Diskriminierten diskriminieren. Und ja, ich sage denen, dass sie damit aufhören sollen, oder ich sage denen meine Meinung, wie ich darüber denke und dass sie vielleicht damit aufhören sollten. Christoph Schneider hat für sich eine Antwort darauf gefunden, wieso ihm das Erkunden historischer Zusammenhänge ein Anliegen ist. Eben auch außerhalb des Unterrichts. Ja, weil das hat ja immer noch was mit uns zu tun, und wenn man dann mal gefragt wird, sollte man auch wissen, was da geschehen ist.